Und damit herzlich willkommen zurück zu Anthem hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, nach der letzten ziemlich langen, übertriebenen Folge wird es in dieser Folge wieder sehr chillig. Wir werden, wie der Folgentitel schon sagt, in Fort Tarsis einige Gespräche führen müssen. Und da werden wir uns jetzt peu à peu durchhangeln. Diese Owen-Sache ist ernst. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Dachte mir, dass Sie das sagen würden. Warum fragen Sie dann? Schadet nichts, nachzufragen. Schließlich war er Ihr Krypter. Ja, er war mein Krypter. Jetzt nicht mehr. Kommen wir zur Sache. Sie haben sich mit einem Verräter zusammengetan. Was? Sie glauben, ich war daran beteiligt? Ich habe da draußen mein Leben riskiert. Ich lasse mir von Ihnen nicht meine Loyalität in Frage stellen. Nun mal nicht so hitzig. Ich suche nur nach weiteren Informationen über Ihren Krypter. Sie wollen Infos über Owen? Er isst gern Sandwiches. War's das? Ja, das war's. Okay. Vergessen Sie nicht, es ist mein Job, alles und jeden zu hinterfragen. Das reiben Sie mir ja gern unter die Nase. Es stimmt. Ich vertraue Ihnen. Ich hoffe, Sie glauben mir. Klar. So, aber wir können mal wieder mit unserem Schnucki reden. Hey Zoe, viel zu tun? Du bist nicht die einzige Person, die mich auf Trab hält. Nur die, die dir am liebsten ist? Natürlich. Was steht auf dem Plan? Routine-Reparaturen? Immer. Außerdem muss ich das Innenfutter von Wrath's Javelin aufarbeiten. Und Sentinel Hayden bekommt eine zusätzliche Lendenwirbelstütze. Ob es ihm passt oder nicht, ist ganz einfach einzubauen. Okay. Deine Arbeit ginge dir ohne den Schnickschnack viel schneller von der Hand. Dieser Schnickschnack macht das Leben da draußen besser, ob du es merkst oder nicht. Ich denke gerne, dass es etwas ausmacht. Ganz besonders, seit mein Sohn mir gesagt hat, er will Freelancer werden. Wie alt ist er? 11. Er wird noch ein Dutzend anderer Dinge werden wollen, bevor ich mir Sorgen machen muss. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Es ist ein tolles Leben, so, ja. Was wir tun, ist wichtig, aber es ist nicht leicht. Oder gar ungefährlich. Genau das will jede Mutter hören. Es ist besser, mit offenen Augen an die Sache heranzugehen. Dann muss man sich nur noch entscheiden, ob es das wert ist. Er hat noch Zeit, bis es soweit ist. Ihr seid jedenfalls seine Helden. Es ist gut, Helden zu haben. Und gut zu wissen, dass sie auch nur Menschen sind. Ich weiß schon, warum ich dich mag. Na los, hau ab, du Held. Wir sehen uns. Okay, Schnucki. Ich bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Gott sei Dank. Wir haben vielleicht die besten Angebote in Fort Tarsis. Nein, haben wir nicht. So. Freelancer, mein Lieblingskunde. Ich dachte, ich schau mal herein und sag hallo. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass du nie selbst die Gelegenheit ergriffen hast, einen Javelin zu fliegen. Ich hab dir doch die Geschichte von dem Titan erzählt, dem wir gefolgt sind. Nun, danach habe ich mich ans Lancer-Leben gewagt. Ich wette, du warst ziemlich gut. Nun, ja, ich konnte super zielen, aber... Was? Es ist schwer vom Boden aus, ein Freelancer zu sein. Ich erzähle dir das nur, weil ich dich mag, aber ich habe Höhenangst. Okay. Du musst dich nur daran gewöhnen. Das braucht Zeit. Du stellst dich drauf ein. Du kannst dich nicht daran gewöhnen, mit einer Geschwindigkeit durch die Luft zu jagen, von der eine Wyvern nur träumen kann, und dann zu begreifen, das Einzige zwischen dir und dem Boden ist nichts. Dann sieh nicht nach unten. Zu spät. Zu dem Zeitpunkt bist du gegen eine Klippe geprallt und hast deine Einzelteile überall verschmiert. Am besten nicht zu viel darüber nachdenken. Oh, ich hatte damals eine Menge Gedanken. Die meisten davon mit Ausdrücken, die ich lieber nicht wiederholen sollte. Aber der einzig wichtige Gedanke war dieser. Wenn ich schon nicht fliegen kann, dann muss ich denen helfen, die es können. Was hast du beschlossen? Ich hatte den Titan gesehen. Ich wusste, was diese Welt uns entgegenschleudern konnte. Also beschloss ich es, ihr mit gleicher Münze heimzuzahlen. Etwas von unserem eigenen, furchtsamen Respekt verbreiten. Im Prospero-Stil. Du hattest die richtige Idee. Selbstvertrauen erwecken, nicht nur bei den Freelancern, sondern auch bei den Leuten, die wir zur Unterstützung brauchen. Danke für deine Worte. Einige Leute denken, ich wäre nur ein Händler unter vielen, der etwas verkaufen will. Du verkaufst den Sieg. Ah, jetzt denkst du wie ich.
Es geht immer darum, wie man sich präsentiert. Du hast mich überzeugt. Wir sehen uns später, Prospero. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Okay, sie hat auch nichts. Hier ist auch Ruhe. Okay, dann gehen wir erstmal runter. Die Dinge bessern sich in letzter Zeit, aber wir sollten nicht über unsere Verhältnisse reden. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Okay. Hey, wie läuft's hier? Freelancer kommen und gehen und machen ihre Arbeit. Hier fliegen überall Berichte und Karten herum. Wird nie langweilig. Und bei dir? Kommst du klar? Jo, da fällt mir gerade ein, jetzt wo Owen weg ist, brauchen wir doch einen neuen Krypto, ne? Ich bin da draußen und tue, was ich liebe. Darauf kommt es an. Da werde ich dir nicht widersprechen. Gute Einstellung, klarer Kopf. Damit kommt man weiter, stimmt's? Das müsstest du doch wissen, wenn jemand eine gute Einstellung hat. Hey, ich bin auch nur ein Mensch. Wir alle hatten mal einen Job, der nicht so gelaufen ist, wie er sollte. Welcher war's bei dir? Die Wahrheit. Also gut, das ist nur fair. Die Mission zum Herz des Zorns vor ein paar Jahren. Da sollte ich mitgehen. Ich habe was Blödes gemacht und mich verletzt, bevor wir aufgebrochen sind. Jemand hat meinen Platz eingenommen und seinen Krypta verloren. Vielleicht auch das eigene Leben. Man kann das nicht mit dir vergleichen, aber... Du hast dir die Schuld gegeben. Ja. Alle anderen nannten mich Glückspilz. Ja. Das war nicht deine Schuld. Jetzt weiß ich das auch. Aber hey, ich weiß das zu schätzen. Wir müssen uns auf beiden Seiten der Mauer gegenseitig unterstützen. Okay, genug von meiner rührseligen Geschichte. Heute ist ein neuer Tag, nicht wahr? Machen wir damit weiter. Klingt gut. Bis später, Jack. Alles klar. Jack. Okay. Wenn du das Neueste sehen willst, komm vorbei. Faye. Faye, wie geht's? Gut, dass du da bist. Ich diskutiere ungefähr seit Anbeginn der Zeit mit einem Krypta aus Antium. Gibt es in der Hauptstadt irgendwelchen Ärger? Nur wenn schlechter Geschmack zählt. Die halten der blutrote Lancer für eine bessere Serie als Wacht der Dämmerung. Radioserien? Das müssen ja brutale Diskussionen sein. Es geht um die Ehre. Du bist also Fan von Wacht der Dämmerung? WDD ist einfach objektiv besser. Der blutrote Lancer ist nur Schlammland-Propaganda. Aber sag Herlock nicht, dass ich das gesagt habe. Ich werde schweigen. Von mir erfährt er es nicht. Nicht mal über meine Leiche. Danke. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie emotional er wird, wenn es um diese Serie geht. Als sie seine Lieblingsfigur getötet haben, hat er wochenlang gejammert. Hey, keine Spoiler bitte. Ich bin bei beiden nicht auf dem aktuellen Stand. Echt? Solltest du nachholen. Zumindest bei Wacht der Dämmerung. Ich habe mir alle Bände aus Antium schicken lassen. Jede Folge der letzten 7 Jahre. Die erste Staffel kannst du überspringen. Eigentlich geht's erst richtig mit der Folge Der Fluch von Steinflut in Staffel 2 los. Diese Seite von dir kannte ich ja noch gar nicht. Niemand kann jeden Tag jede Sekunde arbeiten. Klar, aber dein Hobby sind Radioserien über andere Leute, die unseren Job machen. Okay, was machst du denn, um mal Spaß zu haben? Ich weiß, du hast mich ein paar Mal meine Kartentricks üben sehen. Genau. Aber Radioserien über Lancer anzuhören ist merkwürdig. Ja, wenn das Dominion mal verschwunden ist, dann lerne ich vielleicht ein Instrument oder so. Okay, es wird immer trauriger. Keine Sorge, ich lasse mir schon was einfallen. Wie stehen die Chancen, dass Matthias gerade seine Zeit damit verbringt, ein Spiel zu schreiben? So, okay. Freelancer, ich habe Neuigkeiten. Könnte übel sein. Lass hören. Erinnerst du dich an Freelancer Diggs? Der Läufer voll mit Arkanisten? Beschädigte Frachtraumtür, oder? Genau. Sie sind nie in Fort Tarsis angekommen. Was soll das heißen? Das, was ich sage. Mehr weiß ich nicht. Wir müssen herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Ich versuche weiter, Freelancer Diggs zu erreichen. Alles klar. Diese Leute zählen auf uns, hörst du? Ja. Eine neue Quest. So, dann
Hallo. Bauen wir wirklich einen eigenen Javelin der Dämmerung? Glaubst du, wir kriegen das hin? Habe ich nicht gesagt, du sollst nicht so weit vorausdenken? Konzentrier dich aufs Hier und Jetzt. Im Moment brauchen wir Materialien und Informationen. Und das heißt, wir brauchen Beziehungen. Ich habe diesen Job von Corvus. Können die uns nicht helfen? Wann hat eine Regierungsbehörde das letzte Mal etwas schnell erledigt? Gutes Argument. Also, Beziehungen. Wen brauchen wir? Zuerst mal natürlich Arkanisten. Abgedreht und unmöglich sind deren Spezialgebiete. Ich habe schon einen Arkanistenkontakt. Matthias Sumner. Ich finde mal raus, ob er was für uns tun kann. Gut, dann die Sentinels. Die haben Javelins, Teile und Kontakte in Antium. Zum Glück gibt es einen Sentinel, der nach dir sucht. Dax. Sie soll irgendein hohes Tier sein. Vielleicht genau das, was wir brauchen. Was will ein wichtiger Sentinel von mir? Lohnt sich herauszufinden, oder? In der Zwischenzeit kannst du noch jede Menge anderes Zeug für den Schild finden. Was brauchen wir? Materialien. Und die sind schwer zu beschaffen. Faye hat mir eine Liste gegeben. Wir brauchen irgendein Metall, das es nur im Herzen eines Titans gibt. Ich muss einen Titan erlegen? Das mit schwer war kein Witz, was? Die Ska durchsuchen laufend Gestalterruinen nach altem Material. Vielleicht haben die auch unser Metall gefunden. Ein einfacher Ska wird wohl kaum ein Titanherz mit sich herumtragen. Ein Iskari vielleicht. Oder ein Erleuchteter, wenn du einen finden kannst. Aber ob das einfacher ist, als einen Titan zu jagen? Wunderbar. Dann jage ich entweder einen Titan oder bitte einfach einen Erleuchteten, ganz lieb darum. Kein Problem. Hey, wir schaffen das. Einfach eins nach dem anderen, okay? So, Herstellung eines Dämmerungsschilds. Faye hat einen Plan, um ein Dämmerungsschild von General Tarsis Javelin nachzubauen. Haluk ist überzeugt, dass er ihn bauen kann, doch er braucht Materialien, eine Menge davon. Um sie zu erhalten, musst du Eskari besiegen, vielleicht ein paar Titanen jagen, bei Matthias vorbeischauen und nach einem neuen Kontakt Lady Alexia Dell Ausschau halten. Okay. Gut. Womit wir immer noch nicht... Okay, schauen wir mal. Was denn jetzt? Hey, bist du schon beeindruckt? Das Grab von General Tarsis. Wir bauen unseren eigenen Javelin der Dämmerung. Du und Faye, ihr seid ein gutes Team. Siehst du, was dir entgeht, wenn du die Familie verlässt? Ich wette, es war mehr Faye als du. Das Hirn vielleicht, aber irgendjemand musste den Läufer in Gang halten, uns in der Wildnis verteidigen. Also, wen hast du als Hilfe besorgt? Ah, ich erinnere mich gar nicht daran, dass du so ein Klugscheißer bist. Ich weiß noch, wie du ein Javelin geflogen hast. In letzter Zeit mal eine Runde gedreht? Ich muss meinen Anzug ein wenig reparieren. Das dauert. Glaubst du, General Tarsis hat sich in die Schlacht gestürzt, ohne ihre Ausrüstung zu überprüfen? Gutes Argument. Ich dachte, vielleicht macht dein Bein dir Probleme. Ach das. Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit mit einem Anrisaurus darüber, wer das Abendessen ist. Er hat mein Knie zerstört, ich ihn mit Butter gekocht. Ist das eine Inspektion? Ob du es glaubst oder nicht, ich wollte nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Jetzt klingst du wie Faye. Ich sage dir, was ich ihr auch gesagt habe. Der alte Hallock hat zwar ein paar Dellen, aber ich bin bis ins Grab Freelancer. Legion der Dämmerung bis ins Mark? Ganz genau. Wenn General Tarsis 3 Tage lang auf einem Berggipfel gegen eine Chimäre kämpfen konnte, komme ich mit einem zwickenden Knie klar. Bis dann, Hallock. Okay. Eben schauen, dass es hier wirklich Ruhe ist. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Dup, 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 dup. Ich glaube, wir sollen in die Kneipe. Die Oma hat uns nichts zu sagen. Gut. Ah, du weißt doch, dass ich Sentinel 2 in der ersten Staffel von Wach der Dämmerung war, oder? Ja. Soll ich...
Der Freelancer, der das Herz des Zorns überlebte? Ich dachte, du wärst... Was? Dachte, du wärst größer. Hey, du Dieb! Eine Sekunde. Go! Ich war 3 Schritte entfernt, Carney. Du hattest keine Chance. Ich mach das! Alles wieder gut. Hey! Wir können das verschieben. Meine Tante ist im Dschungel verschwunden. Tut mir leid, ich suche nicht nach Vermissten. Ist 10 Jahre her, sie ist längst tot. Ich suche auch nicht nach vermissten Leichen. Darum geht es mir nicht. Schon mal was von der Smaragdschlucht gehört? Eine Dschungelregion, in der Dutzende Leute verschollen sind. Einschließlich meiner Tante, eine königliche Kartografin, spurlos verschwunden. Königliche Kartografin? Nicht irgendeine, die beste. Fantastisch. Meine Tante hinterließ ein Tagebuch, sie war einer Sache auf der Spur. Nein, der Legende nach ist das erste Mal jemand in der Smaragdschlucht verschwunden, als das Herz des Zorns erschien, am selben Tag. Und deshalb bin ich hier. Genau, als du ins Herz gegangen bist. Ja, zur selben Zeit verschwand eine ganze Karawane spurlos. My Lady. Das Tagebuch meiner Tante beweist, es gibt eine Verbindung zwischen der Smaragdschlucht und dem Herz des Zorns. Eins der größten Rätsel der Welt wartet darauf, von uns gelöst zu werden. Also, bist du dabei? Ich muss das Tagebuch sehen. Verdammt! Nicht von hier weggehen. Kommandant! Was geht hier vor sich? Ich halte die Straßen sicher, Sir. Diese Person ist unbefugt hier und hat die Tasche einer Bürgerin gestohlen. Das ist nicht Ihr Job. Sie schreiben Berichte am Schreibtisch. Sie... Völlig unwichtig. Ihre Familie hat Sie nach Hause beordert. Nach Antium? Auf der Stelle. Fantastisch. Mitkommen. Sofort. Ich kontaktiere dein Krypter für ein Treffen. Erklär dir alles, okay? Da geht sie hin. Lady Adaxia Mirava Ladell, dritte in der Thronfolge von Antium. Sie ist ein Traum. Was? Etwa Dex? Natürlich. Lady Adaxia ist die begehrteste Junggesellin der ganzen Welt. Und bald ist sie mein. Okay. Aber was für ein Krypta? Habe ich irgendwie storymäßig was verpasst? Wir haben doch noch gar keinen. Owen ist weg und... Sein Fay übernimmt das jetzt. Ich habe Tessens Bericht gelesen. Freue mich, dass wir mit Fay arbeiten. Okay. Wenn Dex die dritte in der Thronfolge ist, was macht sie dann bei den Sentinels? Ich verabscheue Tratsch, aber ihre Familie hat sie zum Beitritt gedrängt. Sie sollte Disziplin lernen. Okay. Scheint irgendwie nicht zu klappen. Genau deshalb braucht sie jemanden Zuverlässigen an ihrer Seite. Und ihr meldet euch freiwillig. Als ich persönlich hergereist bin, habe ich meine Hingabe bewiesen. Hoffentlich weiß sie mein Opfer zu schätzen. Ich bin sicher, ihr werdet angemessen entlohnt werden. Das will ich hoffen. Kein anderer ihrer Verehrer hat sich in diese Provinz vorgewagt. Ja, ihr seid sehr tapfer. Sarkasmus. Wie unglaublich Unterschicht. Schönen Tag noch. Vor die Füße gekotzt. So. Dex außerhalb von Fort Tarsis treffen, okay. Wie lief's mit Sentinel Dex? Du hättest mir sagen können, dass sie zum Adel gehört. Wo ist da der Spaß? Dex hat uns Koordinaten außerhalb der Mauern gegeben. Triff sie dort, sobald du bereit bist. Tradition. Ah, Freelancer. Gerade habe ich an sie gedacht. Hallo, Pandel. Wie läuft die Petition? Ziemlich gut. Ich habe große Hoffnungen, dass wir schon bald von einer verbesserten Sicherheitspolitik profitieren können. Aber wir sollten eine weitere Angelegenheit besprechen, die Sie als Freelancer betrifft. Na gut. Nehmen Sie die Sache bitte ernst. Wenn wir dieses Problem nicht lösen, wird jemand sterben. Lassen Sie uns sagen. Ja, bitte. Worum geht es denn genau? Es gibt kein Sicherheitsgelände an der Javelin-Startplattform.
Der war gut, Pörndl. Das hätte ich Ihnen fast abgekauft. Ich scherze nicht. Die Plattform ist lebensgefährlich für die Wartungskräfte. Alec Jenke ist beim Reinigen während seiner Frühschicht von ihr heruntergefallen. Ist ihm was passiert? Er hat sich beide Beine, einen Zeigefinger, drei Rippen und die Nase gebrochen. Jetzt geht es ihm wieder gut, aber er läuft noch etwas komisch. Und er macht pfeifende Geräusche beim Atmen. Das tut mir leid für ihn. Kann ich irgendwas für ihn tun? Ja. Sie können meinen Antrag zur Installation von Sicherheitsgeländern auf der Javelin-Startplattform unterstützen. Aber Javelins könnten beim Start daran hängen bleiben. Das ist ein guter Punkt. Ich hab's. Sicherheitswesten mit Auffanggurt. Vielen Dank, dass Sie mir bei der Lösung des Problems geholfen haben. Gern geschehen. Würde doch nur der Rest des Forts ebenso verantwortungsvoll über Sicherheit denken wie Sie. Okay. Nein, da wollen wir kein Folgegespräch. So, hier oben müssen wir mit ihr bestimmt wieder reden. Freelancer, Sie sind zurück. Gut. Haben Sie was für mich? Vielleicht. Ich meine, ja. Ja, hab ich. Ich habe Sentinels losgeschickt, um den ungewöhnlichen Ska-Aktivitäten außerhalb des Forts nachzugehen. Sie sind nicht zurückgekommen. Oh. Es war mein Fehler. Ich schulde es Ihnen, das zu Ende zu bringen. Und zwar richtig. Sie werden bezahlt. Aber das ist kein offizieller Sentinel-Auftrag. Eher ein Gefallen. Für eine Freundin. Ich tue, was ich kann. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Mache ich. So. Gut, machen wir doch gerne. Sonst ist hier nichts. Wir müssen doch jetzt mit Matthias reden, oder? Mir stimmt, da war doch was. Freelancer? Hi. Ich hatte gehofft, Sie zu treffen. Ich weiß, dass Sie gute Arbeit für Tessin leisten. Ich wusste nicht, dass das allgemein bekannt ist. Tut mir leid, ich arbeite für Corvus. Mein Name ist Nadira. Tessin und ich sind Kolleginnen. Sie erwähnte, dass Sie ihnen im Kampf gegen das Dominion helfen. Ich erfülle nur meinen Teil. Klingt nach einem großen Teil. Würden Sie vielleicht mit meinem Mann reden? Wieso fragen Sie? Es ist ungewöhnlich. Sein Name ist Layton. Er war selbst einmal ein Spion und hat Probleme, das zu verarbeiten. Die Dinge, die er erlebt hat. Aber mir vertraut er sich nicht an. Darum dachte ich, dass Sie vielleicht mit ihm reden könnten, weil Sie für Corvus freigegeben sind. Können wir machen. Versuchen schadet nichts. Genauso sehe ich das auch. Reden kann niemandem schaden, richtig? Warum redet er nicht mit Ihnen darüber? Ich habe es versucht. Ich vermute, es ist Scham. Er will nicht, dass ich diese Seite von ihm sehe. Er hat sich von mir distanziert. Ist reserviert. Und er hat keine Freunde, also... Gut möglich, dass er sich einem Fremden anvertraut. Genau. Tessin hält viel von Ihnen. Ich dachte, wenn Sie mit ihm reden, könnte Layton sich vielleicht öffnen. Ja, gerne. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Ich übernehme das gerne. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich glaube, er braucht nur einen Freund. Er verbringt zu viel Zeit alleine mit seinen Gedanken. Ich lasse Sie wissen, wie es läuft. Danke. Okay. So, wo ist der gute Mann? Den Bereich Hammer. Keine Ahnung, wo er sein soll. Aber wir müssen jetzt nur noch mit Matthias reden. Gott sei Dank. Ach nein, 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 alles gut, alles gut. Alles gut. Was hast du so getrieben? Das wird dir gefallen. Pass auf. Es wird die Mannigfalt genannt. Oje. Naja, genau genommen nenne ich es ebenso. Und was genau macht es? Seit Jahren schon kursieren Gerüchte um ein Gestalterrelikt,
das die Eigenschaften anderer Objekte verstärken und verbessern können soll. Ich habe selbst nie eines gesehen und mir ist auch ansonsten niemand bekannt. Aber dank des Elysischen Manuskripts weiß ich womöglich, wo eines ist. Und zwar genau hier, in Bastion. Und du meinst, das könnte meinen Javelin stärker machen? Exakt. Schon aufgeregt? Keine Sorge. Sobald wir die Mannigfalt gefunden und zum Laufen gebracht haben, wirst du begeistert sein. Das garantiere ich. Zuerst die Mannigfalt, dann verbessern wir deinen Javelin. Du bringst das Herz des Zorns zum Schweigen und bam! Alle leben glücklich und zufrieden. Ganz so einfach wird es dann doch nicht. Ach was, Kleinigkeit für dich. Ich habe Faye bereits alle Standortdaten geschickt. Ich kann es kaum erwarten. Okay. Also man nimmt Faye den Job. Hab gehört, wie Tessin irgendwas über Dominion gefaselt hat. Wusstest du, dass ich mich einmal in einem Haufen faulender Pilze... Ja, das wissen wir, weil die Story erzählst du jedes Mal, wenn wir hier sind. Ja. Mach's gut. Die Mannigfalt. Ja, die Questreihe kennen wir jetzt noch aus der VIP-Demo oder wie sie hieß. Und wir haben die Gespräche beendet. Wir sind durch. Wir dürfen wieder ins Gefecht. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.